Tom Dye und Dustin Lance Black sind Papas. Ihr Baby ist da. Doppeltes Papa-Glück. Tom Dye, 24, und sein Ehemann Dustin Lance Black, 44, haben am Mittwoch Familienzuwachs bekommen. Erst am Valentinstag machte das Langzeitkuppler öffentlich bekannt, dass sie ein Baby erwarten. Eine Leihmutter unterstützte das homosexuelle Paar bei der Kinderplanung. Wenig später konnte das Paar auch das Geschlecht des Nachwuchses nicht mehr verheimlichen. Es ist ein Junge. Nun ist der Wonneproppen endlich auf der Welt. Der Turmspringer und der Drehbuchautor gaben die Geburt mit einem knappen Zeitungsstart vehement bekannt. Dass die beiden Eltern geworden sind, veröffentlichten und ganz altmodisch am Samstag in der Times. In der Meldung steht schlicht, am 27. Juni 2018 haben und ihren Sohn Robert Rahm bekommen. Benannt sei der frischgebackene Edinburgher nach dem verstorbenen Vater des Wassersportlers. Der jüngste Weltmeister im 10-Meter-Turmspringen betonte zudem, dass er ein genauso guter Papa für seinen Sohn sein wolle, wie es das Namensvorbild gewesen sei. In einem vorangegangenen Times-Interview verriet das glückliche Paar zusätzlich, dass es nicht genau wisse, wer der biologische Vater des Neugeborenen ist. Beide Männer waren gleichberechtigte Samenspender für ihre Leihmutter, von der mehrere Eizellen befruchtet wurden. Wir haben einen männlichen und einen weiblichen Embryo einsetzen lassen und wissen nicht, wessen ist. Das nächste Mal werden wir es andersrum machen, erklärte Wasserspringer Tom stolz.